Liebe Freunde der großen kleinen Bahn, es ist mal wieder Mittwoch und Zeit für ein Quassel-Video. Ich sitze heute ausnahmsweise mal nicht in meinem Auto, sondern bei mir zu Hause im Hintergrund. Jetzt muss ich erstmal gucken, ob ich hier in die richtige Richtung zeige. Läuft ein Video und zwar ist das, könnt ihr euch auf meinem Kanal angucken, Fremo-Treffen Leipzig 2019 Zusammenfassung. Ja, das ist das letzte Fremo-Treffen, was wir sozusagen die Epoche 2 Community im Fremo in Leipzig gemacht haben. Also offizielles Fremo-Treffen, muss man dazu sagen. Es gab ja ein inoffizielles in Sturmtal. Ja, die anderen hat uns leider Corona vernagelt und. Ja, dieses Jahr ist es wieder soweit. Dazu kommen wir aber gleich, weil ich vorher noch ein bisschen was anderes habe. Und zwar muss ich jetzt das mal hier ablesen. Ich werde es euch dann irgendwo noch verlinken. Habe ich jetzt wieder in die richtige Richtung gezeigt? Ich hoffe. Husten habe ich auch noch. Komme ich gleich noch dazu. Und zwar gibt es da so eine Gemeinschaft, die nennt sich MOBA-Freunde. Und die haben im vergangenen Jahr ein Treffen veranstaltet im Mai in Frankfurt-Main. Da bei schon Feldbahn, beim Feldbahnmuseum. Ich kenne es leider nicht vor Ort, weil ich war nicht da. Ich gehöre da eigentlich erst seit kurzer Zeit dazu. Ich werde auch gerne hingefahren. Es gibt aber noch eine andere Gemeinschaft. Na, und die hat sich am Dummerweise am gleichen Tag in Purpursau getroffen und ja, das habe ich ja als Video oder in mehreren Videos euch gezeigt. Ne? Da ging es zu Erhagen und dann zur Spur 1 Anlage im Erzgebirge und so weiter und fort. Das habt ihr alles hoffentlich als Video gesehen. Wenn nicht, könnt ihr es noch nachholen, wenn ihr wollt. Ja, bei dieser Gemeinschaft, die wollen ihr nächstes Treffen ankündigen und dazu wird es einen Livestream geben. Und das ist, könnt ihr mal schon mal suchen. Also wie gesagt, ich verlinke es dann nachher noch. Wenn ich es vergessen sollte, müsst ihr leider euch auf das Suchen verlassen. Der Kanal ist ein YouTube-Kanal, nennt sich moba-freunde.de. So heißt der Kanal. Da wird es einen Livestream geben und zwar am 26.11. 19 Uhr. Sehr viel dazu. Wer da also daran Interesse hat, der kann sich das gerne anschauen. Ja, jetzt kommen wir zu einem anderen Thema. Und zwar eigentlich hatte ich ja angekündigt, dass es also in Leipzig gab es ja im Oktober ein Epoche 3 Treffen. Da wollte ich unbedingt hin. Und ich war nicht da. Also demzufolge gibt es auch leider kein Video davon. Warum? Corona. Na, wie das immer so ist. Deshalb huste ich auch immer noch. Da, wenn ich so ein bisschen eine schwere Erkältung habe, ich kriege den Husten den ganzen Winter lang nicht los. Ja, ist leider so. Kein Video, kein Besuch auf dem Treffen. Also Epoche 3 will mich irgendwie, also das Schicksal will mich da irgendwie ein bisschen fernhalten. Es sind allerdings dort ein paar Sachen passiert, die ein bisschen Auswirkungen haben auf das Treffen, was wir jetzt, also von jetzt an in 2 Wochen, an der gleichen Lokalität haben und dessen Vorgänger wir jetzt gerade hier im Hintergrund sehen. Und zwar wird das Treffen immer bekannter, also die beiden Treffen werden immer bekannter, es kommen immer mehr Leute und irgendwann ist einfach die Halle voll. Das heißt, wenn ich hier in der Vergangenheit immer Werbung gemacht habe, liebe Freunde der großen kleinen Bahn, ihr könnt mich gern besuchen kommen beim Treffen, ist leider Geschichte. Na, das klingt erstmal ein bisschen hart, aber ich versuche jetzt mal so ein bisschen die Hintergründe aufzuklären, damit ihr jetzt nicht denkt, also wir wollen euch jetzt nicht mehr sehen. Das Wichtigste, es ist keine Ausstellung. Na, das war es nie. Und wer also jetzt gerne Modellbahnausstellung besucht
und da fotografiert und so weiter und so fort. Der ist eben da jetzt nicht mehr so gern gesehen. Das liegt nicht daran, dass wir jetzt alle böse sind. Ich werde mal das Video hier mal kurz stoppen. Ich habe hier am Anfang so ein paar Szenen, wo man so ein bisschen in die Halle reingucken kann. Hier zum Beispiel. Also hier 2019 war es alles noch übersichtlich. Es wären noch immer mehr Teilnehmer. Also es sozusagen die Module, die wir hier sehen. Ich müsste eigentlich auch noch ein Bild von oben haben. Da ist es. Na, die Module, also es ist schon relativ eng. Na? Aber das wird mehr oder weniger immer enger. Also man muss da versuchen, immer den letzten Platz erst zu nutzen, um dann, was weiß ich, da möglichst viele, die jetzt mit Modulen anreisen wollen, da unterzukriegen. Und wir haben also mindestens am Samstag mehr als 50 Leute in der Halle. Also es sind alles Teilnehmer. Ne? Also Fremo-Mitglieder, die sich angemeldet haben. Und wir müssen uns da jetzt vorstellen, ich muss erst mal gucken, sieht man überhaupt die Maß? Ja, die sieht man. Es ist ja, sagen wir mal, ein simulierter Bahnbetrieb. Da. Das heißt, wir haben hier Bahnhöfe, hier wie zum Beispiel den Schattenbahnhof. Da stehen jetzt Leute, die haben eine Aufgabe. Wenn sie die Aufgabe aus irgendwelchen Gründen nicht erfüllen, dann sind hier irgendwo hier weiter hinten irgendwelche Leute, die dann sozusagen einen Nachteil haben. Also die Züge kommen nicht an oder kommen später an, die Frachten kommen nicht an und der Fahrplan kommt durcheinander. Das sind Sachen, die passieren, also auch normal, aber wenn natürlich jetzt hier noch ein Haufen Leute ringsrum stehen, na, die jetzt hier mit dem Betriebsablauf nichts zu tun haben, und ja, dann ist es eben schwierig. Dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass der hier irgendeine Aufgabe hat, dann irgendwann doch mal entnervt ist und vielleicht doch mal was Unschönes sagt, die ist dann ein bisschen höher. Na? Ja, und es soll jetzt nicht grundsätzlich sein, also ich habe jetzt sozusagen zwei Slots noch gekriegt für Besucher, die sich also bei Zeiten genug angemeldet haben. Und das ist eben auch in Zukunft, also zu einem Fremo-Treffen meldet man sich an. Ich möchte auch bitten, dass alle Leute, die jetzt hier sich überlegen, also ich weiß, wo das ist, und ich komme jetzt einfach mal spontan vorbei, das eben bitte nicht tun. Weil es kann durchaus passieren, dass ihr euch von sonst woher auf den Weg macht, vor der Tür steht, dort an den Falschen geratet und da sagt, nö, bei uns gibt es keine Gäste. Ihr müsst nur umdrehen. Ja. Also das ist, hat eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass genau das passiert. Ja. Deshalb auch in Zukunft, wenn ihr die klassischen Ausstellungsbesucher seid und mit Kind und Kegel ankommen wollt, dann geht bitte auf Ausstellung. Es gibt eine Alternative, komme ich dann nachher noch dazu, weil es gibt praktisch die Kombination zwischen Fremo-Treffen und Ausstellung, die findet nächstes Jahr im Oktober statt. Ich kann jetzt auch nicht, es gibt jetzt zum Beispiel in Magdeburg nächstes Jahr ein Jahrestreffen, da weiß ich jetzt auch nicht, wie die Bedingungen sind mit Gästen, weil Jahrestreffen normalerweise immer so ein bisschen Werbeveranstaltungen sind. Magdeburg ist jetzt auch nicht so weit weg von Leipzig. Und also könnte sein, dass da, also dass man da eher mal sich treffen kann. Aber in unserer Halle, die jetzt wirklich voll ist, ist leider sozusagen das Level jetzt erreicht. Na? In der Zukunft, wer jetzt sagt, also ich habe jetzt zum Beispiel eine Mail gekriegt, die habe ich gestern erst gelesen nach der Devise, ja, ich möchte gerne in Fremo eintreten. Ich würde mich da gerne mal informieren. Das ist natürlich eine ganz andere Geschichte. Na, das ist eben nicht der normale Ausstellungsbesucher. Oder ja, mir geht es jetzt nicht darum, irgendwie besondere Tricks der Modellbahn zu sehen und besondere Fahrzeuge, was ja wieder Ausstellung wäre. Ne? Sondern ja, ich will mir das Ganze mal angucken, ob das was für mich ist. Ne? Also unter diesen, ja, kann ich mir vorstellen, dass wir da auch in Zukunft da mal, wie gesagt, anmelden, anmelden, anmelden. Ganz wichtig, nicht spontan vorbeikommen.
Na, das ist leider so, das ist irgendwann ist voll und da geht halt nichts mehr. Na, das ist, tut mir leid, na, für diejenigen, die da jetzt da sich ein bisschen Hoffnung gemacht haben, dass nur dieses Jahr wieder was geht. Na, noch sieht es ja so aus, in gut 2 Wochen, noch sieht es ja so aus, als ob uns da nichts dazwischen grätscht. Das kann also sein, dass wir, gut, ich wahrscheinlich jetzt nicht, ich hatte es ja gerade, dass wir jetzt alle Corona kriegen und dann, also ich will jetzt hier nicht den Teufel an die Wand malen, aber es sind schon Treffen ausgefallen deswegen, ne? Weil dann also die Leute, die meisten Module hatten, dann irgendwo nicht wegkamen, weil sie Corona hatten und zu Hause isoliert sind und ja, und dann eben kein anderer da den LKW voller Module dann mitnehmen könnte und dann ist halt das Treffen ausgefallen, ne? Das ist dann halt so, das könnte uns auch passieren, dass wir hier auf Holz klopfen, ne? Dass wir da das Glück haben. Was auf jeden Fall geben wird, ist also ein Video. Ne? Video gibt es wieder. Und dann ist natürlich immer die Frage, also ich habe ja immer noch einen Discord, ne? Der ist zwar, sagen wir mal, nicht so fürchterlich bevölkert, aber da ist natürlich auch die Gelegenheit, sich auch mal, was weiß ich, in einer kleinen Gruppe oder so zu unterhalten. Wir haben auch einen Stammtisch, also wer sich da unserer Gruppe so ein bisschen annähern möchte, der, also da denke ich mir, da gibt es keine Probleme. Also wir müssen es leider so machen. Ne? Also es, ja, ist leider so. Gut, jetzt habe ich hier hinten das Video angefangen. Das sollte eigentlich die ganze Zeit weiterlaufen. Ja, kleiner Ausblick auf nächstes Jahr. Also es wird wohl im Februar noch ein Treffen geben. Allerdings kein, wahrscheinlich kein offizielles Fremo-Treffen. Ich hoffe, dass mein Bahnhof dann soweit ist, dass wir den dann testen können. Und es ist Bahnhof Possendorf im Bau, nachdem ich ihn, weiß ich nicht, also 20, habe ich, kann schon sein, dass es 20 Jahre in Planung ist. Na, also wir erinnern uns an das letzte Video, den Planer. Na. Ja, Architekt bin ich jetzt nicht unbedingt. Ich bin eher so ein bisschen Landschaftsarchitekt, was die Modellbahn angeht. Ja, und ohne fremde Mithilfe hätte es mit dem Bahnhof hätte ich wahrscheinlich noch einmal 20 Jahre geplant. Ich weiß es nicht. Na gut, ja, das ist im Februar. Ich weiß nicht, wie dann dort die Bedingungen sind, ob wir dann vielleicht den einen oder anderen dann noch mit dazu nehmen können. Ich kann es nicht versprechen, weil es hängt nicht von mir ab. Also, das sind dann quasi. Es ist ja jemand, der sich den Hut aufsetzt, den ganzen Stress und die ganze Arbeit hat, das Ganze zu organisieren. Das macht sich ja nicht von selber. Ne? Und ja, und der entscheidet dann halt, ich will jetzt nicht so viel Stress haben, dass ich jetzt noch zu den 50 Leuten noch 20 Besucher dazu habe. Ne? Also das muss man ihm dann auch gewähren. Ne? Also da ist das halt so. Ja, aber wir waren beim nächsten Jahr. Dann ist ein relativ großes Treffen in Kloppenburg. Da weiß ich auch nicht, wie es bis mit, wie gesagt, später, da bin ich Gast. Ja? Also ich kann da gerne anfragen. Also die Leute, die jetzt im Norden wohnen, irgendwo Hamburg, Oldenburg, Bremen, da irgendwo die Ecke, wo die Kloppenburg jetzt nicht so ein weiter Weg ist, kann ich, also man kann es vormerken. Ich weiß jetzt noch nicht, was vom Termin. Ich habe es einfach vergessen. Ich habe jetzt auch nicht nochmal nachgeguckt. Aber das, auf Wunsch kann ich das nachliefern. Die Jahrestagung in Magdeburg. Die letzte war, Jahrestagung, muss ich sagen, war. Also, ich habe ja 15 Jahre oder so keine Jahrestagung mehr besucht. Einfach weil ich nur noch auf Reparaturtreffen gegangen bin. Und alles andere dann habe links liegen lassen. Die letzte Jahrestagung, die ich besucht habe, da war richtig Action. Da durfte ich ja auch mal H0 pur fahren. Ne? Also das war auch so ein einschneidendes Erlebnis, dass man da mal sieht, es funktioniert. Also ich hatte ja mal, ich weiß gar nicht, ob es hier bei YouTube war oder bei Facebook, irgendwer wollte mir einreden, dass H0 nicht funktionieren kann. Ne? Weil das geht gar nicht. Das ginge physikalisch gar nicht, hat er mir erklärt. Aber ich habe es eben live. Ich habe da mit dem Zug das ganze Arrangement abgefahren. Ich habe nicht eine einzige Entgleisung gehabt. Ne? Und man hatte eben viele andere, man hatte irgendwelche N-Gruppen. Und ich, also es ist ja, wie gesagt, ein paar Jahre her. Und ich kann mich jetzt nicht mehr erinnern, wer da alles da war. Also es war viel.
Na, es waren auch mehrere Hannover, also Hannover-Fan war auch, glaube ich, auch da. Und das alles in verschiedenen Hallen. Ja, und die letzte Jahrestag in Rottgau war dann natürlich sehr, sehr bescheiden. Also da war ja Epoche 3 DB war da und wir. Ja, habe ich ja in zwei Videos abgehandelt. Ich weiß jetzt nicht, wie es in Magdeburg wird. Also da, wie da, wie viele Leute sich da anmelden. Und nee, Quatsch, ist ja. Ah, ich erzähle gerade Unsinn. Nee. Jahrestagung. Jahrestagung ist, glaube ich, in Rheda. Das ist also sehr, sehr weit im Westen. Die Magdeburg ist die Jubiläumstagung. Ja, also ich lasse aber so schnell das sicher ein Video drin rum. Ja, ich habe Unsinn erzählt. Tut mir leid. Also Magdeburg ist Jubiläumstagung. Das ist aber auch wie so eine Jahrestagung, bloß in groß. Ne? Also da wird viel Geld auf den Kopf gehauen, damit der Verein na, wie sagt man, dass sein e.V. halt nicht verliert. Gemeinnützigkeit nennt sich das, ja, nicht verliert. Also wenn ich da immer mehr Geld anhäufe als Verein, dann verliere ich da irgendwann mal. Ich darf ja keine Gewinne machen. Deshalb wird das Geld immer mal so alle paar Jahre auf den Kopf geklappt und dann gibt es halt ein riesengroßes Treffen. So möglichst alle 5 Jahre. Und das ist ein Jubiläumstreffen. Und ich weiß gar nicht, ich glaube, was wir von Jubiläum gehabt haben jetzt. Also das ist ja sowieso verschoben. Ich glaube, 40 Jahre wären das gewesen. Aber das ist verschoben, weil es. Oder waren es 45 Jahre? Gut, ich bin wieder heute so uninformiert. Ja, jedenfalls ist es ein Jubiläum. Und das ist aber verschoben worden, weil ja auch Corona war. Es sollte ja in Riesa stattfinden. Riesa waren aber die Bedingungen jetzt nicht mehr so wie beim ersten Treffen. Also die wollten da irgendwie mehr Geld sehen und haben da sehr komische Rechnungen aufgemacht, so wie ich das gehört habe. Und deshalb findet es halt in Magdeburg statt. Ne? Also das ist für mich jetzt. Nach Magdeburg von Leipzig ist ein Katzensprung. Da haben also andere Leute einen viel weiteren Weg. Müssen wir mal sehen, wer da jetzt alles kommt und was da alles zu sehen ist. Also wird es auch wieder Video geben. Ja, dann hatte ich vorhin schon angedeutet, es gibt, das ist noch nicht so exakt durchgeplant. Wer also den Kanal immer schlecht gelaunt verfolgt, hat da vor ein paar Tagen ein Video gesehen, wo sie also wieder in ihrer Halle aufgebaut haben, also eher so Testaufbau. Die probieren da Sachen aus und bauen auch, also die Bahnhöfe werden dann mal in voller Länge aufgebaut und wenn es da auch schon ein Problem gibt, kann man da mal was testen und was machen und was korrigieren und so weiter und so fort. Und dann natürlich auch ein bisschen fahren, ne? Weil die haben ja alle Kinder und die wollen alle fahren und naja. Das sind alles Fremdmodule, aber die Erbauer sind nur zum Teil Fremdmodule, also das ist. Hat der Andreas Lange, das ist der Betreiber des Kanals, ist natürlich Fremo Mann, aber der ist auch immer so ein bisschen gespalten. Ne? Also auf dem Fuß im Fremo, im anderen Fuß ist er auf seiner Ausstellung, wo dann eben auch einfach ja, hin und her gefahren wird oder man lässt hin und her fahren, weil da dürfen ja auch die Besucher fahren und so weiter und so fort. Und das ist natürlich die ideale Gelegenheit, da mal ins Gespräch zu kommen, ne? Und sich das anzugucken. Also da würde ich euch auf jeden Fall alle einladen, da gibt es überhaupt keine Beschränkung, ganz im Gegenteil. Da können ganz Deutschland bitteschön sich dort an der Kasse anstellen, na, damit da auch ein bisschen Geld reinkommt. Und das ist auch immer so eine Geschichte. Das sind also sehr, sehr günstige Konditionen, die dort kriegen. Und unter der Auflage, dass sie eben auch ein bisschen Ausstellung machen. Na. Und da ist eben jetzt die Frage, was wir tun. Ob wir da vorher ein paar Tage. 1, 2, 3, weiß ich nicht wie viele Tage, dann wirklich mal dort Fremo-Treffen machen. Und oder es während der Ausstellung machen, indem wir praktisch das Arrangement so aufbauen, dass das so ein bisschen zwar miteinander verbunden, aber im Prinzip zweiteilig, dass wir einen Teil haben, der richtig Fremo-Betrieb macht und das eben unter Ausstellungsbedingungen. Und der andere Teil macht. Was weiß ich hier, Rasselbahn, ne? Also hier fährt er im Blockabstand wie die Wilden dann auf der Hauptbahn hin und her. Was für eine Erstellung da toll ist, ne? Weil es da was zu sehen gibt. Ne? Also ich höre es ja immer wieder von allen möglichen Leuten,
ja, Fremo, das ist nicht los. Und oh, die kommen dann immer alle zu uns an der Anlage und dort ist immer niemand. Und ja, das ist aber scheißegal. Das ist die Interessierten. Es geht ja da auch um die Interessierten. Ne? Es geht ja darum, naja, das normale Volk ist, für die gibt es das eine und für die, die das, denen was anderes gefällt, gibt es was anderes. Es ist einfach Vielfalt und das ist das Wichtigste bei so einer Ausstellung. Und wer das eben toll findet, was wir da treiben, der wird dabei ins Gucken kommen und wer da nicht, der kommt nicht gucken. Das ist halt Angebot und Nachfrage. Ne? Das ist halt so. Ne? Ja, also das, den Termin würde ich euch, also Termin, das ist erstmal nur der Monat, also da gibt es noch keinen Termin. Aber bei mir und bei immer schlecht gelernt, immer schön den Kanal verfolgen. Also wer ihn noch nicht abonniert hat, sollte das dringend tun, weil es wirklich ein toller Kanal. Ja, und dann sich auf Oktober freuen. Ne? Das sollte also, im Oktober sollte Corona normalerweise nicht so sehr zuschlagen. Ja, wobei, lassen wir uns überraschen. Ne? Also irgendwann muss das ja mal ein Ende haben mit dem Scheiß. Ne? Also dass das hier sozusagen da alles lahmlegt. Gut. So viel dazu. Also jetzt bin ich. Achso, weil videotechnisch vielleicht nochmal. Ich würde nochmal eingehen auf die Reaktion auf Thorstens Mobile. Ich werde dann ja immer mal gefragt, was ich mir frei gedacht habe. Jetzt kamen auch mal ein paar Anfragen, also Fremo. Ja, also ich habe da immer, es gibt da immer ein bisschen Erklärungsbedarf. Ne? Also ich habe jetzt mit dem neuen Video, was vorige Woche lief, habe ich jetzt versucht, dann sagen wir mal noch so ein bisschen die Lücken zu stopfen, die sich da noch aufgetan haben. Auch da gab es Hinweise und ja, Verbesserungsvorschläge. Also, ja, ich möchte es eben so einfach machen wie möglich. Ne? Also, es gibt natürlich sehr, sehr fürchterlich viele Kategorien von Modellbahnern. Ne? Also, was weiß ich, ich habe jetzt auch, weiß nicht, ob ich den Markenfetischismus genannt habe. Keine Ahnung, es ist ja jetzt auch schon wieder ein paar Wochen her, dass ich das Video gemacht habe. Ja, aber es ist im Prinzip, gibt es für mich, was muss es ja auch ein bisschen vereinfachen, ich will ja da kein virtuelles Kernkraftwerk bauen, ne? Also kein grafisches Kernkraftwerk, ne? Was dann am Ende keiner versteht. Also es ist, gibt für mich eben diese Viereckfahnen und das sind auch die, für die sich lohnt, jetzt Anlagen zu planen. Ne? Also die. Das Video soll auch so ein bisschen Grundlage sein. Also ich habe jetzt bloß keinen richtigen Plan, wie es beim nächsten Video. Ich habe da zwar schon ein bisschen ein paar Grafiken gemacht. Es gibt bei Facebook, da muss man glaube ich auch ganz weit zurückblättern, gibt es bei mir einen Livestream mal, den habe ich in meiner, weiß ich nicht, das ist bestimmt 5 Jahre alt, wenn nicht noch mehr, so Hobby-Einstieg, habe ich mal einen Livestream auf Facebook gemacht. Da war mittendrin war der Ton weg. Also es war fürchterlich. Ich mache nie wieder das Livestream auf Facebook. Ne? Also bei YouTube läuft das ja einigermaßen durch, wenn man sich nicht irgendwo im Gelände bewegt. Also wer jetzt, weiß ich, gestern oder wann, also wenn jetzt heute Mittwoch ist, ich glaube Samstag vorige Woche, hat ja der BIM einen Livestream gemacht von der Messe in Friedrichshafen. Ja, und da war die Qualität eben hier und da dann doch ein bisschen. Ich hoffe, dass das im Video da nicht drin ist. Ne? Das ist natürlich blöd. Bei mir war es dann bei Facebook auch im Video drin. Also war auch der Ton weg. Der ist bis zum heutigen Tag weg in der Mitte. Da war so eine Störung drin. Da ist ja der Ton nicht übertragen worden. Ne? Aus welchem technischen Problem auch immer. Deshalb ist das mit Livestream immer so eine Sache. Ne? Es gibt ja dann außerhalb der Modellbahnwelt, ich meine, wer das kennt, da gibt es hier Skyline TV, der dann also wirklich von überall in der Welt da live in 4K berichtet. Also die Themen sind jetzt nicht unbedingt, das ist eher so Unterhaltung, ne? Und
Also das ist einfach irre. Ne? Also, ich habe jetzt auch mal ein Video gesucht, wie er das macht. Ne? Das hat er auch berichtet, sehr ausführlich. Aber das ist am 1. April erschienen und genauso war auch der Inhalt. Also unter Strich, er verrät es halt nicht. Weil natürlich die Konkurrenz dann, er hat ja seinen Vorteil weg. Ne? Das ist ja. Es wäre schon interessant, was da wirklich wieder, wie das geht, dass man wirklich im 4K dann von überall einfach streamt und es keine Ausfälle gibt. Ja. Also das gilt nicht nur für BIM und andere Modellbahn-Streamer. Also ich hatte es auch überlegt, auf der Messe in Leipzig da live zu gehen, aber ich habe mir das dann verkniffen. Weil ich weiß nicht, wenn ich hier in meinem, also entweder wenn ich im Auto sitze oder wenn ich hier in meinem Zimmer sitze, ich kann da irgendwie, man hat dann irgendwie ruhigere Gedanken. Also ich weiß nicht, ich bin da glaube ich nicht so, naja, so kreativ dann. Und vor allem schlagfertig, ne? Wenn ich da einen anquatsche, da den richtigen Kommentar zurückzugeben, der dann auch, also da gibt es wirklich andere, die das deutlich besser können als ich. Gut, jetzt habe ich alles durch, schon im Prinzip ja. Ne? Also Oktober. Wir waren jetzt bis auf Oktober angekommen. Es wird auch nächstes Jahr dann das Epoche 3, weiß ich nicht, wahrscheinlich Epoche 3 Treffen und Epoche 2 Treffen hier in Leipzig geben. Allerdings eben mit den gleichen Problemen, die wir dieses Jahr hatten. Wahrscheinlich, vermutlich. Ne? Also mit Besuchern wird es ein bisschen enger aussehen. Da werden wir wohl alle nach Berlin fahren müssen. Na, es ist auch nicht in Berlin, es ist in Zeuthen. Also das ist von mir aus gesehen vor Berlin. Ja, also ein bisschen außerhalb. Also die S-Bahn fährt da noch hin, aber also es ist jetzt noch nicht Stadt. Ne? Das ist Berliner Umgebung. Ich weiß auch gar nicht, ob das schon zu Berlin gehört. Das müsste ich jetzt auch erstmal googeln. Ich glaube nicht. Also weiß ich nicht. Es ist auch egal. Das wissen die Berliner besser als ich oder die Zeutner. Gut. Also, ich habe es schon ein paar Mal angesetzt, das Video jetzt zu beenden. Jetzt mache ich es mal. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Ich hoffe, ich habe euch da jetzt nicht so sehr getroffen mit dieser Besuchergeschichte. Ich hoffe, ihr versteht das und seid jetzt mir oder uns nicht böse, dass wir das so anhaben. Wie gesagt, es ist ein Privattreffen, es ist keine Ausstellung. Und ja, wir müssen halt Mittel und Wege finden, wie wir das irgendwie, wie wir das irgendwie hinkriegen. Na? Gut, also wer jetzt Interesse an Fremo hat, mich bitte trotzdem anschreiben. Na? Also da, also jetzt natürlich speziell erst einmal Epoche 2 oder Epoche 1. Wir denken ja auch an den Epoche 1-Treffen herum. Das wird es früher oder später geben bei uns in, also zumindest in Sachsen. Na? Wahrscheinlich auch in Leipzig, weiß ich nicht, kann ich nicht sagen. Das müssen wir dann mal schauen. Also das ist, da gibt es einige, die sind richtig begeistert davon und die wollen das unbedingt durchziehen. Und das ist genauso, wie das früher bei der Epoche 2 entstanden ist, bloß deutlich professioneller. Ne? Also das sind dann irgendwelche selbstgebauten Lokomotiven und alles AB25 und feine Gleise, wahrscheinlich alles selber gedruckte Gleise. Und also es wird dann so mal schauen. Ja, wer jetzt für die neueren Epochen dann als ab Epoche 3 Interesse hat, kann sich natürlich auch melden. Also ich kann das natürlich dann auch weiterleiten an die entsprechenden Leute. Ne? Weil ich habe jetzt hier den Kanal, ich bin der Ansprechpartner. Ne? Ich stehe sogar auf der Fremo-Seite noch als sozusagen, da ist ein bisschen der Koordinator der Regionalgruppe Leipzig, der ich eigentlich schon lange nicht mehr bin. Aber wie gesagt, wenn also die E-Mails nicht gerade in meinem Spamfilter landen und ich sie erst nach 4 Wochen beantworte, dann geht das schon seinen Weg. Ne? Gut, ja, schönen Abend und macht was draus.